Ja, ich kann mich gut daran erinnern, wie ich letztes Jahr in der Arena war zur AV Plus-Initiative. Dort ging es darum, die AV auszubauen. Wenn ich mich richtig erinnern kann, haben wir die Abstimmung gewonnen. Sehr klar, das Volk Nein gesagt, wie man gesagt, das kann man nicht finanzieren. Und das ärgert mich jetzt schon ein bisschen, Junge, dass wir ein Jahr später da stehen, noch mal über das Gleiche reden, einen AV-Ausbau, der wieder nicht finanziert ist, langfristig, der wieder voll zu Lasten der Jungen ist, wo wir Jungen auf den Tisch gezogen werden. Bitte, die Werbung für den eigenen Bundesrat, bitte. Ein Stückchen gelungen ist es ja auch nicht, weil Ihre Partei vehement sich der demografischen Entwicklung dagegen gestimmt hat und Lösungen nicht hat befürworten wollte, wo man eben diese Probleme schon hätte früher anpacken können. Also, da ist Ihre Partei auch schuld. Und wenn Sie jetzt daraus eine Abstimmung machen, ja, wir brauchen einfach eine Reform. Ja, wir brauchen eine, aber sie muss intelligent und langfristig finanziert sein. Und das ist die nicht. Es ist eine schlechte Reform. Es ist keine Reform, weil es ist ein Ausbau von der AV. Es ist nicht mehr und nicht weniger. Herr Stöckli, also, die AV ist nicht in einer guten Lage. Die schreibt Verlust. Sie gibt mehr Geld aus, als sie einnimmt. Wenn wir, die Skireform, wie Sie das vorstellen, durchziehen, dann sind wir 7 Jahre gleich weit, dass der AV wieder mehr Geld ausgibt, als sie einnimmt. Ich sage Ihnen ein privates Beispiel. Wenn meine Handrechnung etwas hoch ist, dann überlege ich mir nicht, kann ich das nächste Mal noch mehr telefonieren, sondern überlege ich mir mal, die Ausgaben zu reduzieren. Und das ist genau der Kern, der diese Vorlage verfehlt. Sie tun den Jungen eine riesige Last ans Bein schnallen. Wir starten mit 20'000 Franken Schulden ins Arbeitsleben, nicht von null, sondern bei minus 20'000. Das ist eine Bürde, die Sie den Jungen geben, was unfair ist. Ich glaube, Sie haben die Tageszeitung die Woche nicht gelesen. Es bestreitet niemand, dass die Vorlage nicht enkeltauglich ist. Sie ist voll zu Lasten der Jungen. Und da haben Sie Ihre Verantwortung im Parlament nicht wahrgenommen. Also gut, jetzt haben Sie ausbluten von der AHV. Herr Silberschmidt, bitte. Also, das Schweizer Vorsorgesystem basiert auf 3 starken Säulen. Oder? Also, das Vorsorgedach hebt ja nur, wenn man 3 starke Säulen hat. Das ist die AV, die Pensionskasse und die dritte Säule. Die Pensionskasse nicht mehr stark. Die kann ich ausreden lassen. Das Problem ist jetzt, dass man mit der AV mehr ausgibt, als man einnimmt. In der Pensionskasse tun wir über 5 Milliarden Schweizer Franken von den Aktiven zu den Rentnern umverteilen. Und die dritte Säule haben Politiker schon lange vergessen. Also, das Vorsorgedach das droht zusammenzukrachen. Und wir wollen eben 3 starke Säulen. Wir wollen die Schuldenbremse in der AV. Wir wollen Pensionskosten, die funktionieren, die wir können überleben. Und nachher noch 3. Säule. Und aus ideologischen Gründen wollen die jungen Linken natürlich nur eine AV, weil man eben mehr umverteilen kann. Für uns ist klar, dass dort ein Umverteilungsmechanismus drin ist. Da haben wir auch so getragen. Aber wichtig ist eben, dass wir 3 starke Säulen brauchen, nicht nur einfach die AV. Aber jetzt sind Sie ja schon wieder, Herr Fanzini, jetzt sind Sie ja eigentlich zur AHV. Wir haben ja gesagt, wir sind jetzt mal kurz bei der Pensionskasse. Leider hat man aber bei der Reform etwas Zentrales vergessen. Und zwar, die Pensionskasse funktioniert so, der Arbeitnehmer zahlt ein, der Arbeitgeber zahlt ein und das Geld wird angelegt. Oder? Das investiert man in Unternehmen und dann wächst das. Die letzten 10 Jahre, der Vermögenszuwachs, ist zu 40% begründet wegen der Marktrendite. Also nicht, weil der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber einzahlt, sondern weil man das Geld angelegt hat. Jetzt, wenn man 0,1%, das ist die letzte Zahl, die ich verwende, danke, wenn man 0,1% mehr Rendite hat, gibt es 800 Millionen Franken pro Jahr mehr Rente. Aber das Parlament hat vergessen, die sogenannte dritte Beitragszahler. Schon wieder eine Zahl. Neben dem Arbeitnehmer, Zahl 3. Der dritte Beitragszahler, neben dem Arbeitnehmer und Arbeitgeber, dass man da halt auch die Regulierung mal abnimmt, dass die Vermögensverwalter, die das Geld anlegen, auch mehr erwirtschaften können für die Vorsorge, dass man schlussendlich auch ein höheres Kapital hat. Das ist etwas, was leider im Parlament untergegangen ist. Nochmal ein anderer Aspekt. Das ist eine Schatztruhe. Wenn man 0,1% mehr Rendite hat, gibt es 800 Millionen pro Jahr für den Arbeitnehmer. Was der André Silberschmidt sagt, wenn ich Sie richtig verstanden, ist nochmal ein anderer Aspekt. Man müsste die lockeren Regeln beim Anlegen, damit die Pensionskassen mehr Geld verdienen können. Für den Arbeitnehmer. Ein Satz zu dieser Finanzmarktrendite. Und nachher nehme ich die Interessen der Zuschauer und vom Zuschauer wahr. Das Problem ist ja, dass jetzt Sie im Parlament die Regelung machen. Aber die Auswirkung und die Verantwortung von dieser Regelung, die Sie machen, trägt nachher der Versicherungsnehmer, der Arbeitnehmer. Und das ist das Problem, dass Sie kein Interesse haben, dort den Arbeitnehmer zu vertreten, weil Sie machen eine Regelung von etwas, was Sie gar nicht wissen können. Jetzt haben Sie sich Ziel gewesen, spannend ist ja, dass 80% der Parlamentarier sind über 45. Also, mir kommt es ein bisschen über, als ob man einfach im Parlament eine Lösung gemacht hat, um den Kolleginnen und Kollegen, die in dem Alter sind, eine Lösung bringen, dass man nicht draufzahlen muss. Und die Rechnung schickt man dann den Jungen, den Scheck gibt man den Jungen. Und ich glaube, zentral ist, und ich wollte es technisch mal beiseite lassen, zentral ist doch, dass wir Jungen immer das Vertrauen haben in die Altersvorsorge. Weil ich glaube, wenn das Vertrauen weggeht, dass wir mal eine Rente bekommen, dann spielen all die technischen Details, die wir heute Abend diskutieren, keine Rolle mehr. Und darum ist die Abstimmung, die wir im September haben, eine Schicksalsabstimmung für uns. Weil wenn wir da dazu Ja sagen,
dann heisst es einfach, die Rentenreform geht voll zu Lasten von den Jungen. Wenn dann wieder mal eine wieder kommt, aber haben Sie die Zeitung gelesen? Sie Vertrauen wegreden. Also jede große Tageszeitung. Ich muss noch etwas zu den Parlamentariern sagen. Also jede große Tageszeitung bestreitet den Fakt nicht. Da können Sie von mir als Herr Expert fragen. Ich bin André Silberschmidt, kurzes Plädoyer und bitte keine Zahlen. Ausser 70 Franken. 1,4 Milliarden. 1 Milliarden. 1,4 ist mit dem Plafon von der Ehepaarplafon. Also, und zwar 2030. Mich regt also, auf, ich habe ja, ich bin im Ausland und habe jungen Kollegen erzählt, wir machen eine Rentenreform. Und die haben alle zugehört und gefunden, oh ja, wir haben auch ein demografisches Problem, wie packen die das an? Dann habe ich gesagt, wir packen das an, also das Parlament packt das an, indem wir die Rente ausbaut. Dann haben sie lachen und gefunden, oh, ihr Schweizer habt doch noch Humor. Dann habe ich gefunden, nein, wir haben keinen Humor, das ist der bittere Ernst. Wir machen eine Sanierung von der, also von der Vorsorge. Und dabei beschließen wir einfach mehr Ausgaben von 1,3 Milliarden. Das war jetzt eine Zahl. Und da muss man auch wissen, der Bund zahlt sehr viel Geld dran. Und ich würde gerne von Ihnen beiden wissen, wo der Bund Geld einsparen soll. Ja, aber jetzt eins nach dem anderen, Herr Sieber. Jetzt haben Sie so unbedingt zu dieser AHV wollen. Jetzt bleiben wir ganz kurz bei diesen 70. Vorher haben wir das geklärt. Ich würde gerne den Lobsong über die AHV ein bisschen unterbrechen. Und zwar wichtig ist, zu sagen, jede Generation, alle, die da drin sind, tun im Durchschnitt weniger einzahlen, als sie von dieser AHV beziehen. Also im Durchschnitt funktioniert das System nicht. Und was ist das, wenn Sie uns einfach sagen, gut, wir erhöhen die Mehrwertsteuer, erhöhen, dann pumpen wir wieder ein bisschen mehr Geld reinpumpen. Dann müssen wir, wenn die Babyboom mit Generation kommen, dann müssen wir noch ein bisschen Mehrwertsteuer erhöhen. Die Verlinkung, dass man nicht mal das Problem im Grundsatz anpackt und einfach sagt, wir haben immer weniger Erwerbstätige auf die Rentner, das ist ein grundsätzliches Problem. Und die einzige Lösung, die kommt, ist, ja, wir die Mehrwertsteuer erhöhen, dann können wir sie 5 oder 10 Jahre erhöhen. Wenn sonst nichts in den Sinn kommt, dann wir einfach die Mehrwertsteuer erhöhen. Eure Lösung, Herr Silberschmidt, würde mich interessieren. Meine Lösung wäre beispielsweise... Geben Sie jetzt zu, die sind für die Erhöhung vom Rentenalter auf 67. Also ich bin der Meinung, dass Arbeiten ja generell etwas Schönes ist. Und es gibt viele, die in die Pension kommen, die gerne länger arbeiten würden. Und man soll denen erstens mal einen Anreiz schaffen, beispielsweise steuerlich. Und zweitens, wenn die Lebenserwartung immer zunimmt, ist es doch auch logisch, dass man etwas länger arbeitet. Weil man kann nicht immer mehr von dieser Rente beziehen und weniger einzahlen. Das ist eine Rechnung, die so nicht aufgeht. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass der Zuschauer weiss, wenn man die Vorlage ablehnt, dann gibt es Kreise, die ganz klar darauf hingehen, dass man ein Alter 67 geht. Ja, aber man lebt ja immer länger, Herr Stöckli. Also, sind Sie bereit? Also, wenn Sie 6 Jahre lang an einer Reform arbeiten, wo voll zu Lasten der Jungen geht, wo uns 20'000 Franken pro Person kostet, und wenn ich von den Jungen rede, rede ich von der U45, dann ist es ungenügend. Wir können am Tag 1 nach der Abstimmung neue Päckchen machen. Wir können die erste Säule, wir haben ja gesehen, wir haben viele Punkte, die unbestritten sind, das gleiche Referenzalter, ein flexibles Referenzalter. Unbestritten sind sie aber, ja nur wegen... Also in diesem Kreis da ist ja, es unbestritten. Aber... ein tiefer Umwandlungssatz. Wir könnten Säulen für Säulen... Es gibt Kreise, die das bestritten. Ich kann Sie ausreden lassen. Darf ich auch kurz? Selbstverständlich. Besten Dank. Man kann Säulen für Säulen, kleine Schritte, wo man einverstanden ist, kann man vorwärts machen. Und die grossen Würfe, wie beispielsweise die Anpassung vom Rentenalter an die Lebenserwartung, da bin ich mit Ihnen einverstanden, das kann man nicht in die gleiche Reform tun. Aber das ist eben genau das Problem von der jetzigen Skireform, die wir haben. Wenn alles ein bisschen reinpackt, gut, schlussendlich ist es ein riesen Klotz an unseren Beinen. Wir können nicht von null an starten, sondern mit 20'000 Franken. Lassen Sie noch mal reagieren auf das, was Sie gesagt haben. Ja, aber wieso? Natürlich keine Kompensationsmaßnahmen. Exakt. Wieso glauben Sie im vollen Ernst immer noch, dass wir dann plötzlich nach einem Nein trotzdem das wird ankriegen, was jetzt 20 Jahre lang nicht möglich war? Wir haben eine völlig andere Ausgangslage. Und ich bin der Meinung, Politiker müssen auch den Bürgerinnen und Bürgern einen reinen Wein einschenken. Wir müssen anstand sagen, liebe Leute, wir haben eine Herausforderung, das nennt sich Demografie. Es ist kein Problem, sondern eine Herausforderung. Meine Frage war, wieso glauben Sie, dass es plötzlich klappt? Weil man jetzt so weit ist, dass man die Folgen sieht von diesen Babyboomern. Weil man jetzt so weit ist, dass die AHV mehr ausgibt, als sie einnimmt. Das ist damals noch nicht der Fall. Dort hat man vorausschauende Reformen geplant, die leider abgelehnt worden sind. Aber jetzt ist man an einem Punkt, wo man sieht, so geht es nicht weiter. Und ich bin der Meinung, wenn man dem Volk über reinen Wein schenkt und nicht Päckchen macht und Geschenke macht, dass es dann auch bereit ist, die Massnahmen zu ergreifen. Würde es gehen. Dann aber es ist durchaus, man muss sagen, es ist durchaus eine Challenge, in einer direkten Demokratie das Vorsorgesystem zu reden, ist halt sehr viel profitabel. Herr Stöckli und dann darf ich. Okay, weitere Revision. Ein Satz vom anderen Silberschmidt. All 5 Jahre Revision. Ich verlasse mich auf Sie, Herr Silberschmidt. Der durchschnittliche Umwandlungssatz ist heute schon bei 6%. Da haben wir keinen Fortschritt.
Die Vorlage, die wir jetzt haben, ist eine Ausbauvorlage. Nachdem wir im letzten Jahr Nein gesagt haben zum defizitären AV-Ausbau, bringt man heute noch mal eine abgespeckte Version, die den AV noch mal ausbauen. Und das ist keine gute Idee. Umwandelt. Aber eine letzte Frage habe ich noch. Es ist Zeit und das Wetter zum Gummibötteln. Auf den Aare, auf den Limet, auf der Rüssel, überall wird Gummibötteln. Und da muss man sich ja gut organisieren. Angenommen, Sie vier gehen zusammen Gummibötteln. Hat irgendjemand von Ihnen ein Gummiboot? Ja. Wer hat es? Sie dürfen anfangen. Herr Silberschmidt, wenn man Gummibötteln geht, dann muss man ja das Bötchen aufblasen, man muss eine Kühlbox mitnehmen mit Getränken, man muss Würste posten, um nachher grillieren, und jemand muss steuern. Was machen Sie? Also da meine WG letztes Jahr einen Entscheid getroffen hat, zwei Gummibötchen anzuschaffen, würde ich sonst die Infrastruktur bringen, das Gummibötchen würde das dann aufblasen. Sie würden es aufblasen?